Warum dann gerade Jobstairs und Basketball? Wie passen das zusammen? Muss ich zugeben, das liegt so ein bisschen an mir. Ich habe zum einen bin ich seit 93 Wahlgießener bzw. Mittelhesse. Inzwischen wohne ich ein bisschen weiter nördlich. Aber ich habe hier in Gießen studiert, bin dadurch hier zum Basketball gekommen, habe ein bisschen Beziehungen von früher zum Basketball, zum VfL Osnabrück, für diejenigen, die es noch ein Begriff ist. Und spiele selber noch Kreisliga-Basketball, bin Assistant Coach in der Bezirksligamannschaft. Also ich bin sehr verbunden mit dem Sport. Und er ist meiner Meinung nach eine der Sportarten, die unheimlich inklusiv ist. Es ist unheimlich diverse, was da auf dem Platz ist. Und es sind eben nicht nur Profis, die danach nie wieder was anderes machen werden, sondern auch Menschen, die an ihre Karriere und ihre Zukunft denken müssen.